So, vielen Dank, dass ich zum Gespräch mit uns zur Verfügung stehen. Wie geht es Ihnen im Moment? Ja, ganz gut. Ich bin jetzt wieder im Aufbautraining und es wird von Tag zu Tag besser und ja, bin optimistisch. Die Verletzung in Ihrem Knie, die lateinischen Begriffe, kennen Sie die mittlerweile? Nee, damit habe ich mich noch nicht befasst, so, aber ja, jeder weiß ja eigentlich, was der Kreuzbandriss bedeutet. Herr Tassot, Sie sind groß geworden bei Schalke. Dynamo Dresden ist Ihr erster Traditionsverein aus dem Osten. Was ist bei Dynamo Dresden anders? Ja, was anders ist, muss man glaube ich sagen, ist, dass das Stadion einfach immer voll ist. Also die ganze Stadt lebt Dynamo. Und was noch anders ist, ist, dass man halt viel, viel mehr Derbys hat als woanders sonst. Okay. Die Duelle gegen Union und Aue, ist das nochmal was Besonderes? Spüren Sie das als Spieler? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall gegen Aue ist nochmal richtig was Besonderes, weil das ist das große Derby. Wir waren jetzt in den letzten Jahren nicht so erfolgreich in den Derbys. Dadurch war es nochmal eine ganz extremere Brisanz. Gegen Union ist immer ein tolles Spiel und so, aber ich für mich würde es eher gegen Aue als großes Derby bezeichnen. Sie sind nur auf dem Weg der Besserung. Die letzten Spiele gegen Union und Aue, versuchen Sie oder haben Sie das Ziel, die noch zu spielen dieses Jahr? Ja, definitiv. Das Ziel ist, Mitte der Rückrunde wieder dabei zu sein. Je nachdem, wie es klappt, wie die Belastung verkraftet wird. Es ist machbar. Ich will mir da keinen Druck machen und auch nicht übertreiben. Also es muss alles vernünftig laufen, aber wenn es so weitergeht, dann werde ich es schaffen. Die Torjägerkanone auch in dieser Saison zu holen, ist in zwei Spielen natürlich schwierig. Wen aus Ihrem Verein würden Sie das zutrauen, das noch zu schaffen, wenn nicht sogar Sie selbst? Ja, ich glaube, für mich wird es schwierig, in zwei Spielen das noch aufzuholen. Wir haben aber bisher, glaube ich, auch nur Schützen, die jeweils nur ein Tor haben, glaube ich, mit Lumpi und ja, den vier Spielern, die im Derby getroffen haben. Wen trauen wir es denn? Ja, Lukas ist ja eigentlich prädestiniert dafür, weil er Stürmer, der kommt am nächsten zum Tor. Lumpi ist oft noch in der Nähe, Erik Berko. Beim Baller könnte ich es mir schwierig vorstellen, dass er in zwei Spielen 5 Tore macht. Aber mal schauen, was in den zwei Spielen geht. Gut. Prima. Im Moment sind ja 4 andere Spieler vorne. Daniel Frahn von Karl-Marx-Stadt, Philipp Türpitz von Magdeburg, Thomas Brechler, Lichtenberg 47 und Ronny König von Sachsenring-Zwickau. Haben Sie da irgendeinen Favoriten, wo Sie sagen, boah, den kenne ich, dem würde ich zutrauen? Ja, ich weiß, Philipp Türpitz ist jetzt noch ein paar Spiele oder ist noch gesperrt, glaube ich. Wenn darunter jetzt ein Derby fällt, hat er ein Problem. Deswegen vermute ich, dass es Daniel Frahn am Ende machen wird. Er hat jetzt im letzten Derby, glaube ich, auch zweifach getroffen und hat eigentlich immer eine ganz gute Quote und ist ja auch, bekannt oder im Osten, deswegen traue ich Ihnen am ehesten das zu. Zum Abschluss nochmal Dynamo. Sie sind damals zu dem Drittligisten hierher gekommen. Wer hat hier als erstes über Europapokal mit Ihnen gesprochen? Ja, Ralf Minger, absolut. Man hat sich ja getroffen zur Verhandlung hier im Stadion, da hat man das ja schon aufgrund der Bilder schon erkannt. Dadurch kam es dann zwangsläufig zu dem Thema und wir hatten ja auch in dieser Saison ein Event-Trikot gegen Bielefeld im Europacup, wo nochmal darauf hingewiesen wurde. Und doch, das ist schon ein Thema, was man auf jeden Fall aufsaugen sollte, wenn man den Namen hat. Prima, dann wünschen wir Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer weiteren Gesundung und dass wir Sie in den zwei Spielen diese Saison noch sehen. Vielen Dank. Dankeschön.